Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dragon Quest Treasures. Wir sind ins Verlies verdonnert worden, weil der Vorarbeiter was gefunden hat und wir sind auch einen Rang aufgestiegen. Mal gucken, was jetzt alles so passiert. Und es führt anscheinend eine Treppe nach unten. Hey. Na, Brüderchen, bist du auch wieder da? Ich habe gehört, dass der Vorarbeiter was Interessantes ausgegraben hat und das musste ich mir einfach ansehen. Der hat eine Treppe gefunden. Der Vorarbeiter hat eine Treppe freigelegt, die weiter nach unten führt. Hinter dem Gewirr steckt mehr, als wir zuerst gedacht haben. Und da unten gibt es bestimmt Schätze in Hülle und Fülle. Schauen wir uns das genauer an. Du hast jetzt Zugang zur zweiten Ebene des Gewirrs. Yay. Will ich das? Anscheinend hat der Vorarbeiter auch diese Schatztruhe ausgegraben. Öffnen wir sie. Einmal gegengekommen. Miau, eine Tafel. Welch freudige Überraschung. Sollte mir wohl mal ansehen, was da steht. Suche die Zitrinkralle am entlegensten Rand eines grasbewachsenen Landes, hinter dem Klosterplateau, wo mächtige Krieger umherstreifen. Es geht um die Zitrinkralle. Ich bin mir ziemlich sicher, hier steht, dass wir im Schwingmoor danach suchen sollen. Hinter dem Klosterplateau, wo mächtige Krieger herumschreiben. Irgendeine Idee, was ein Klosterplateau ist? Ich glaube, es befindet sich im Schwingmoor. Wir müssten es auf der Karte finden. Dürfte machbar sein, aber diesen mächtigen Krieger bereiten mir Kopfzerbrechen. Klingt das nicht ein bisschen gefährlich? Da könntest du recht haben. Wie wäre es, wenn wir ein paar Monster mitnehmen, die uns helfen, im Eiltempo über das Plateau zu sausen? Okay. Du hast neue Informationen über die Mission. Nein. Die Mission wurde nicht als aktuelles Ziel festgelegt, ich weiß. Ich kann jetzt auch noch weiter runter. Durchschreite das U3. Erreiche Team 8. The treasure forecast has changed. Also hier geht's weiter. Was sagt denn hier jetzt der Dude? Die hat noch mal so eine Prognose, ne? Sanguid! Brocken! Wundermittel, Kugelform, ja super. Nein, warte, welche Stufe sind wir? 21, die anderen sind aber 22. Gut, dann speichere ich mal schnell ab und dann probieren wir unser Glück. Wir sind 22, das heißt, wir sind 2 Level drüber. Was soll schon passieren? Ich habe abgespeichert. Und ich kann keine Schätze verlieren. Ich habe gar keine Schätze bei. Ha. Aha. Na gut, ich habe aber auch jetzt keine Drachen-Dingsbums. Keine Drachenkräfte. Oh ey, dieser Schatten macht mich wahnsinnig. Ihr seht auf jeden Fall noch gut aus. Vielleicht muss ich einfach mal... Nee. Googeln. Was bist du für einer? Oh, hätte nicht gedacht, dass hier unten noch jemand ist. Ich tappe orientierungsmäßig ein bisschen im Dunkeln. Also ruhe ich mich aus, bevor ich den Ausgang suche. Aber wo du schon mal da bist, könntest du ein bisschen Licht in meinen Tag bringen, indem du etwas kaufst. Ich bin nämlich ein reisender Händler. Was hast du denn so Schönes? Du hast noch Kugeln. Erhöht die Magie. Geschicklichkeit.
Ja, komm, mach mal ein bisschen Ausruhen. Nimm was mit. So, wir machen jetzt mal andere Kugeln. Dann sind die nämlich voll aufgeheilt und wir kämpfen einfach von Weitem mit Kugeln. Wieso ich? Mann. Nimmt noch so viel mehr Schaden. Haben sie die Handschuhe? Nee. Kannst du mal ganz kurz herkommen? Warte, und du kriegst auch noch eine. Kugeln. Kugeln. Ja, Kumpelkugeln. Weiter. Wir verbrauchen jetzt einfach mal ein bisschen Kugeln, weil, sind wir mal ehrlich. Was ist denn los? Hast dich wohl verlaufen, was ich auch. Aber eine reisende Händlerin, die sowas, die was auf sich hält, hat immer geöffnet. Willst du was kaufen? Was hast du? Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich das Ding gebe, ne? Wie gebe ich denn das denn? Gruppe. Gegenstände. Ja, aber... Das ist nervtötend. Wie gebe ich denen das denn? Auch könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, wie ich das denen das gebe. Ich würde denen das schon ganz gern geben, aber ich weiß halt nicht wie. Krass, das war super. Warum nicht, ne? Ich verbrauche jetzt erstmal alle meine Kugeln. Okay, das scheint hier nicht so wirken. Stufenaufstieg! Harte Hand wurde gebändigt. Aber da. Hab ich den jetzt auch zu sehen gekriegt? Was ist das? Ich hab Angst. Ich will es irgendwie nicht öffnen. Eine heilende Kraft erfüllt dich. Deine LP und die deiner Verbündeten werden aufgeheilt. Okay.
Also wir sind noch nicht in der untersten Ebene. Ich finde, die klingt irgendwie wie so ein, so, weiß nicht. Du spürst eine Präsenz eines mächtigen Gegners auf der anderen Seite. Möchtest du wirklich durchqueren? Nein, warte. Wir machen erst andere Kugeln. Geringen Feuerschaden. Das bringt mir jetzt auch nicht viel, aber... Ja, komm. Zur Not, ich habe bestimmt nur wenigstens eine Attacke irgendwie mit dem Golem oder so. Ist ja, ich habe sogar zwei Attacken. Gewittriges Gipfel. Ja, als ob. Was auch immer ihn getroffen hat. Du hast den Ultramarinsoldaten. Ich habe auch das Richtige ausgesetzt. Das hat den richtig fertig gemacht. Ach. Easy peasy. Das ist alles? Der Feind hat offenbar etwas fallen lassen. Mila erhält 5 Bomben Sanguid. Sehr gut. Ein Schatz wäre mir aber auch gut gewesen. Mann, ja nur. Und ein Schatz! Was ist drin? Da ist noch eine Tafel. Dann will ich gar nicht lange trödeln. Mal schauen, was da steht. Der Lapisschwanz schlummert still unter dem glitzernden Schnee einer Bergspitze. Hier wird der Lapisschwanz erwähnt. Da war die Rede vom glitzernden Schnee einer Bergspitze. Das muss irgendwo auf dem Winterteil sein, oder? Der Lapisschwanz ist also irgendwo unter Schnee vergraben, richtig? Dann ist es wohl gut, dass wir einen Truhendetektor und die Schatzversion unserer Monsterkumpel haben. Okay. Erik und Mila treten aus dem Teleportal heraus und lassen das Verlies hinter sich. Du hast neue Informationen. Nein. Wir gucken jetzt mal, was wir noch an Missionen machen. Ich würde ganz gern warten, bis Mila oder Erik selber 25 sind, bevor wir den ersten Kristall finden. Oder suchen, sagen wir es mal so. Das wäre mir schon lieber. Das wäre mir schon irgendwie lieber. Na gut, jetzt bin ich eh schon fast so. Warte, von Items wollte ich mal gucken. Wie viele habe ich? 8. Das heißt, wir können auf jeden Fall den einen Bahnhof so weit heile machen, dass wir die 5 schon abliefern könnten. Könnte denn nicht hier noch irgendwo, könnten die nicht mal so ein bisschen... Wir brauchen halt mehr Monster. Are you making progress? Very good. Yay, 3 Schleimer. Very good. Ja, und eigentlich nur unter Stibitzen, aber... Finde ich jetzt nicht so wichtig. Ich finde es schwierig. Was ein Aufrufzeichen? Ach, die Monster sind wieder da. Naja, die haben immer ein bisschen was gefunden. Ein enormer Erfolg.
Und sogar einen Schatz mitgebracht. Okay, wir machen Folgendes. Erstmal ein Team bilden. Ich schicke die jetzt raus, einfach nur, um... damit die mal so ein bisschen leveln. Guck mal. Du kannst mit rein. Du kannst mit rein. Und dann kriegst du hier noch ein Kärtchen. Ja, Kärtchen brauchen wir eigentlich nicht, ne? So. Bestätigen. Dann gucken wir mal nach einem Zielort. Finden wir vielleicht was Schönes. 25. 66. Ja, das klingt doch schon mal sehr gut. Entsenden. Ja, natürlich möchte ich ein weiteres Team aussenden. So, guck mal, du hast ein Kärtchen, du hast so ein komisches Ding und du hast... Nehmen wir das noch mit. Bestätigen. Zielort auswählen. 25, 25, 0. Wattkraut können wir gebrauchen. Entsenden. Natürlich. Im Bilden. Ah, nee, Entschuldigung. So. Dass ich das immer neu sortieren muss, ist halt so. Ist halt ein bisschen blöd. So, guck mal, du hast Angriff. Du hast die Karte. Und die drei sind ja bei mir oben, ne? Dann nehmen wir den noch mit rein. Zielort auswählen. 25, 25, 50. Entsenden. Und wenn sie nur ein paar Dings mitnehmen, ist mir egal. Was hast du schon wieder? Es gibt was Neues in der Kantine. Also, ich kann jetzt dieses komische Dunkelreis herstellen. Ein Handelszentrum. Was hast du denn? Bye bye. Und dann noch die Bewerber. Was haben wir denn Schönes? Ein Monster hat von den hellen Taten deines Teams gehört und möchte sich ihm anschließen. Ich nehme dich auf jeden Fall mit, weil... Du bist Level 25, das ist eigentlich ziemlich cool. Excellent. Nee, noch nicht. Da fehlt mir was. Er hat halt das schon zwei, ne? Können vielleicht unseren Rothold austauschen. Excellent. Ich meine, das brauchen wir jetzt nicht, ne? Du brauchst sowas Komisches.
Boah, so ein Salat. Du bräuchtest Killer-Tomaten, aber das interessiert keinen. Was brauchst du? Eine Windschwäche. Kann ich das kaufen? Merci beaucoup. Nee, habe ich nicht. Schade. Obwohl. Vielleicht kann ich es ja herstellen, aber ich glaube, ich kann nur alle Gerichte kaufen, die ich auch selber machen kann, ne? Also die ich eh schon kaufen kann. Und diesen komischen Salat? Oder wie ein Salat? Aber ich will den Marmorschleim eigentlich gar nicht haben. Also den lehnen wir mal ab. Den lehnen wir ab. Den lehnen wir ab. Den... Der ist eigentlich besser, ne? Den lehnen wir ab. Hartmut lehnen wir ab. Wir brauchen alles Tomaten hier. Den können wir ablehnen. Ein harter Cocktail kann ich mir auch nicht leisten. Nee, gar nichts. Ja. Hello there. Gruppe umorganisieren. Stufe. So, du kannst gleiten. Dann nehme ich dich rein statt Dings. Schade! Ich wollte eigentlich die reinnehmen, aber die ist halt, What is it? Der ist ja noch ein Level höher. Schade. Aber gut, dann könnte man die 1 jetzt mal kurz weglegen. Was sagen denn jetzt unsere Missionen? Schnell wieder gewinnen. Team stärken. Möge die Jagd beginnen. Teammissionen. Geht eigentlich nur noch das hier, ne? In Hitzegrad ist der. Hier sind die Eisenbahnmissionen. Das ist Hitzegrad. Das ist Winterteil. Das könnte ich geben, das könnte ich geben. Und fehlt nur noch ein Gigant. Der Marodel Meuscher. Da habe ich 5 von verzauberten Steinen und Kristallschirmen, gar nichts. Die ist im Winterteil. Gegenstände? Nee, Gegenstände wollte ich jetzt nicht. Logbuch, Monsterliste. Ich habe noch nie gegen einen Giganten gekämpft, oder? Doch, hier, Goldener Goliath. Also wir machen auf jeden Fall Fortschritt.
Dann müssen wir noch mal zurück zu dem einen. Aber jetzt ist Erik wieder dran. Ja, übernimm du. Du steuerst jetzt Erik. Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Ja. Wir pennen jetzt mal bis morgen. Ist so viel schöner. So, ihr seid alles... Können wir nochmal... Wir sind ja einen Rang aufgestiegen. Hat sich nochmal so eine neue Plattform geöffnet? Nö. Aber Schätze sind doch alle wieder da, wo sie sein sollten, ne? Nach Wert sortieren. Wir alle haben ihre drei. Ich habe sehr viel Firlefanz auf jeden Fall. Schade, dass man die man doppelt hat, nicht einfach verkaufen kann oder so. Sieben Steine. Ein ikonischer, historischer Andenken. Verlorene Kleidungsstücke. Statuen, Gegenstände, wichtige Gegenstände. Rüstungen. Ich finde es aber schade, dass man die Rüstung zum Beispiel dann auch nicht ausrüsten kann. Aber jetzt müssen wir 60 Millionen zusammenkriegen. Wie krass ist das denn? Das machen wir aber im nächsten Part. Bis zum nächsten Part überlege ich mir, was wir denn machen. Are you making progress? What do you say? Na gut, im nächsten Part werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir einen Giganten kriegen können. Das ist nur noch 17 Minuten. Das, die Einsatzmission mache ich nicht, das ist mir zu blöd. Wie das mit den Banner-Missionen funktioniert, weiß ich leider auch nicht. Abenteuermission ist eigentlich nur noch mit den berstenden Ballons. Immer Räuchler, mit dem Meuchler. Aber da fehlen mir halt noch die Gegenstände. Ne, mir fehlen noch 5 verzauberte Steine und Kristallscherben. Er hat ja mal gesagt, ich muss irgendwie am besten irgendwelche Monster beklauen, damit ich die Kristallscherben kriege. Ich weiß aber nicht welche. Modell eines Zeltes würden wir kriegen. Wenn wir das hier noch machen, aber... Hatten wir Schwingen nicht mal schon? Ach so, das ist ja das mit der Grauschwingenbrücke, ne? Hier, in Schwingenmoor. Da hätten wir das nämlich auch schon. Genau, dann fehlt ja nur noch der, das mit dem Hitzegrad. Da sind, glaube ich, 3 und Winterteil sind, glaube ich, auch nochmal 3. Teammission ist nur noch das hier im Hitzegrad, die Kugelwerkstatt. Ohren eines Riesen. Dann bin ich ja mal gespannt. Und wir werden uns auf die erste Kristallmission oder Schatzmission dann begeben. Für die 7 Steine da, wenn Erik oder Mida Level 25 sind. Ich denke, das ist dann doch eine ganz gute Idee. Gut, ich speichere den aber hier ab. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.